Ja, dann begrüße ich Sie alle recht herzlich zu unserer Pressekonferenz vor dem Spiel am kommenden Donnerstag um 20.30 Uhr hier in der Arena Nürnberger Versicherung gegen den Rekordmeister aus Kiel. Ich begrüße unseren Geschäftsführer René Selke, unseren Cheftrainer Robert Andersson und Christoph Steinert. Und wie immer geht die erste Frage an den Cheftrainer. Was erwartest du dir vom Donnerstag? Ja, erstmal, wir freuen uns selbstverständlich auf THW Kiel. Das ist immer was Besonderes, gegen die zu spielen. Auch wenn die vielleicht nicht ihre beste Saisonstart hinterlegt hat, aber sind immer noch gute Mannschaft, die haben immer noch gute Spieler. Das heißt, dass wir auch auf ein hohen Level kommen muss, um das Spiel zu gewinnen. Das werden wir auch versuchen, mit allen Mitteln zu machen. Ich finde auch, dass wir an uns gucken muss, wenn man die zwei letzten Spiele sieht, dass wir weiterkommen in unseren Sachen. Ich finde, gewisse Sachen sind sehr, sehr gut gewesen. Unsere Abwehrarbeit mit Torwart und so weiter, das sind Grundsteine, um so ein Spiel zu gewinnen. Aber wir wissen auch, wir haben mit ein paar Sachen, dass wir arbeiten müssen, uns zu verbessern. Und da finde ich auch, sind wir auf einem guten Weg, das hinzubekommen, hinzukriegen. Und schaffen wir das, finde ich, haben wir auch sehr gute Möglichkeiten, im Moment so eine Mannschaft wie Kiel zu Hause zu schlagen und zu gewinnen und zwei Punkte zu holen. Danke. René, wie siehst du denn die Ausgangssituation vor dem Donnerstag? Ja, wenn man sich, glaube ich, die reinen Zahlen oder ein paar reine Fakten anguckt, Kiel mit einer Truppe, die auf jeder Position doppelte Weltklasse besetzt ist. Bei uns fehlen drei Leistungsträger. Die beiden letzten Spiele liefen auch nicht so ideal, wie wir uns das vorgestellt haben. Würde man jetzt eigentlich sagen, wir haben am Donnerstag keine Chance. Aber auf der anderen Seite glaube ich, so wie es Robert auch angedeutet hat, wir haben bei den Spielen trotzdem gesehen, dass wir auch gegen Spitzenmannschaften sehr gut mithalten können oder beziehungsweise auch sie in arge Bedrängnis bringen können, wenn wir unser Spiel mit einer geringen Fehlerzahl auf die Platte bringen können. Und genau das brauchen wir am Donnerstag. Wir brauchen eine Top-Leistung, klar. Wir haben ja eine der besten Mannschaften der Welt bei uns zu Gast, deswegen warte ich natürlich ein großes Handballfest, einen tollen Abend mit absolutem Spitzensport und aber auch mit einer großen Chance für uns, weil Kiel hat momentan auch nicht die beste Phase. Man merkt, diese individuelle Klasse, die sie zwar ohne weiteres haben, aber die können sie momentan nicht so auf die Platte bringen, sodass auch die immer mal wieder straucheln und genau das müssen wir nutzen. Und ich glaube daran, dass wir dort am Donnerstag wirklich eine gute Chance haben. Und wenn wir, wie gesagt, unsere Leistung sowohl in der Abwehr als auch vorne mit einem nahezu oder Fehler, nicht ganz so fehlerbehafteten Angriffsspiel auf die Beine stellen, dann werden wir am Donnerstag auch eine Mannschaft wie THW Kiel schlagen. Und ja, darauf freue ich mich und bin gespannt, was uns am Donnerstag erwartet. Danke, René. Steini, bist sehr lange schon in der Liga, hast mit deinem Vorgängerverein letztes Jahr auch gezeigt, wie man den THW zu Hause schlagen kann. Wie gehst du das Spiel an? Also erstmal, in erster Linie freut man sich total darauf, gegen den THW spielen zu dürfen. Dann ist es so, dass wir natürlich nicht immer in der Verfassung sind, in der wir vielleicht sein sollten, aber wir haben schon streckenweise richtig, richtig guten Handball gezeigt. Und ich bin der Meinung, dass wenn wir einen guten Torhüter haben, wenn es zwei oder drei Spieler gibt, die über sich hinauswachsen, dann hast du gegen den THW Kiel und dann hast du auch gegen jede Mannschaft eine Chance. THW hat unfassbar viel Talent in der Truppe, unfassbar viel Leistung oder schon gezeigte Leistung. Es sind wahnsinnig tolle Spieler, Vorbilder für ganz viele Handballer. Und deswegen wird das ein ganz, ganz tolles Spiel. Danke dir. Zeit für eure Fragen. Kurzes Handzeigen. Philipp Rosa, Nürnberger Zeitung. Stimmt es, dass ihr nur eine Halbzeit spielt gegen Kiel? Nein, Schatz beiseite. Ihr habt in Flensburg, in Hannover jeweils in der ersten Halbzeit bärenstark gespielt. Angriff und vor allem Abwehr. Wodurch kommt dann dieser Leistungsabriss nach der Pause? Kann man sich das erklären? Das ist einfach zu sagen, dass es nach der Pause kommt. Aber sieht man zum Beispiel die letzten zwei Spiele, dann war es ja auch technischer Fehler, auch gegen Hütte bei dieser Chancenverwertung, auch in erster Halbzeit. Das wird ja
man sagt, das kommt ja immer ein Knackpunkt und die kommt ja immer in zweiter Halbzeit. Deswegen ist es einfach zu sagen, dass es ist in zweiter Halbzeit. Aber ist ja auch eine Phase über das gesamte Spiel. Aber das stimmt, das war Knackpunkte auch gegen Hannover. Ich finde, wir fangen zweite Halbzeit an mit sehr guter Abwehr. Wir machen direkt ein Gegenstoßtor, wir sind gut drin, aber dann machen wir ein, zwei Fehler, Gegenstoß, Angriff und die haben einen Spieler, der sich hinauswächst. Jetzt war Olesen, macht drei entscheidende gute Sachen. Solche Phasen, Momentum haben wir leider nicht in dies und das müssen wir hinkriegen, wie Steini gesagt hat, dass ein, zwei Spieler über sich hinauswachsen und dann schaffen wir auch diese Phasen und dann können wir auch gegen solche Mannschaften wie Hannover und jetzt gegen Kiel auch gewinnen. Aber da müssen wir clever und diese einzelnen Sachen besser lösen, machen und Mut haben, das zu machen und erfolgreich zu sein. Da vielleicht gleich die Anschlussfrage, Christoph. Es sind ja vor allem auch erfahrene Spieler, denen diese technischen Fehler, Fehlpässe und so passieren. Wie kann man sich das erklären? Das sind individuelle Geschichten, da muss man sich die einzelnen Situationen angucken. Weiß ich nicht, es ist vielleicht, wenn wir anders gestartet wären, wenn wir jetzt 8-0 Punkte gehabt hätten oder 10-0 Punkte gehabt hätten, dann ist das sicherlich ein anderes Selbstbewusstsein. Aber das kann auch solchen Spielern passieren, auch erfahrenen Spielern passieren. So eine richtige Erklärung gibt es nicht dafür. Vielleicht muss man einfach daran arbeiten, noch mehr in den Fokus zu kommen und noch mehr in diesen Tunnel zu kommen. Und vielleicht ist es das, aber ja. Es kann in den nächsten 10 Spielen schon wieder ganz anders aussehen. Einmal das Mikrofon zum Kollegen, bitte. Christoph Behnisch, Erlanger Nachrichten. Ist es falsch zu sagen, dass sich da vielleicht langsam doch ein mentales Problem auch entwickelt? Ich meine, solche Fehler kann natürlich niemand gern, aber man kann ja nicht sagen, wir stellen sie jetzt einfach von heute auf morgen ab. Man kann das schlecht trainieren, dass man keine Fehler macht. Und ihr zeigt ja auch oft, dass keine passieren. Also es ist immer Knackpunkte passieren und dann läuft irgendwie alles den Bach. Und da ist das so ein mentales Problem, das sich da entwickelt? Wer möchte? Ja, kann man auch ein bisschen vielleicht mental nennen, aber ich glaube, klar, wenn man das macht, wir haben ja sehr, sehr lange Zeit Erfolg gehabt, gute Phasen, gute Spiele über länger Zeit, dass dann danach auch ein individuell oder als Mannschaft ein kleines Tief kommt, das ist ja auch normal oder das passiert immer. Mental oder grübeln oder in solche Sachen, das kann gut möglich sein und da muss man raus und da arbeiten wir auch. Das ist immer dieses Gefühl, dass jeder Spieler das hat, dass man immer daran glaubt, zu gewinnen, diesen Mut haben zu gewinnen, keine Angst zu verlieren. Und wenn man das immer hat in der Mannschaft und dieses Gefühl, dass jeder an jeder einzelne Spieler glaubt, an unsere Mannschaft, dann wird auch dieser Fehler oder Sachen auch irgendwann weg sein und dass man auch wieder in dieses Erfolgserlebnis kommen, was wir auch gezeigt und gemacht hat. René, man hat Athletiktrainer, man hat Trainer, die für die Taktik und für die Mannschaft, für Spielerische zuständig sind. Wäre es auch eine Option, mal jemanden zu holen, der im Mentalen arbeitet mit der Mannschaft? Also ich glaube, Robert hat es ja schon richtig gesagt. Die Mannschaft braucht, glaube ich, niemanden, der von außen jetzt nochmal sagt, du schaffst das, glaube an dich. Das muss von jedem selber auch ein bisschen kommen. Und wir haben, glaube ich, sehr charakterstarke Leute auch bei uns im Kader. Jeder Einzelne hat auch schon über mehrere Jahre in der ersten Bundesliga auf höchstem Niveau gespielt. Jeder weiß, dass es auch mal Phasen gibt, in denen es nicht so läuft. Und jeder weiß auch, dass man die überwinden kann. Und wir sind absolut von der Qualität unserer Jungs überzeugt. Jeder hat schon mehrfach bewiesen, dass er ja auch einen so großen Gegner schlagen kann und dass wir auch im Kollektiv funktionieren. Gar keine Frage. Ich glaube auch, dass wir natürlich nicht in jeder Aktion mit dem nötigen Selbstvertrauen bisher agiert haben oder bei einigen Spielen. Das hat man schon gesehen. Aber ich glaube fest daran, dass wir das auch ohne externe Hilfe, sondern aus eigener Kraft
schaffen können. Das haben wir in der Vergangenheit auch. Da haben wir auch nicht immer jedes Spiel gewonnen. Da haben wir auch mal gegen auch gute Mannschaften auch mal 2, 3 Spiele in Folge verloren und trotzdem gezeigt, dass wir da jetzt nicht irgendwie auf die falsche Bahn geraten sind, sondern uns da auch wieder aus eigener Stärke heraus erholt haben und dann auch wieder unsere Leistung zeigen konnten. Christoph, auch an dich anschließend die Frage, was macht man als Spieler, wenn es eine Zeit lang irgendwie so nicht richtig läuft? Versucht man dann die Abläufe zu perfektionieren, sich vielleicht aufs Einfache zu besinnen? Geht das schon zu Hause los bei der Konzentration aufs Spiel oder wie geht man mit so einer Situation um? Mit der Situation, dass das, was nicht läuft, oder? Ja. Das ist die Frage. Also erstmal haben wir ein sehr intaktes Team und du kannst dir, also wir haben einfach gute Gesprächspartner. Wir haben in den Gesprächen holen wir uns positive Gefühle, wir stärken uns den Rücken, wir stehen füreinander ein und so, das macht schon mal viel aus. Dann ist es ja so bei uns, dass der Coach und Personalunion ja auch Psychologe ist ein Stück weit. Wir führen viele Gespräche mit ihm. Klar, so kommst du aus solchen Situationen raus. Dann funktioniert das definitiv auch über die Trainingsqualität beispielsweise. Du holst über die positiven Erlebnisse einfach wieder dein Selbstvertrauen zurück und dann läuft das. Auf Kiel, Robert, ist das so ein Spiel jetzt, wenn nicht jetzt, wann dann, dass man eine Chance hat gegen Kiel? Du hast alle Möglichkeiten, das so zu sehen und so zu machen, ja, genau. Da kann man viel von diesen Sachen selber lösen, was du gerade angesprochen hast, mit, ob das mentale Sachen oder wie man das auch nennt, alles rauszuspielen. So, das ist ein perfektes Spiel für uns. Philipp Rosa. Frage nach dem Personal. Jedes Mal, diesmal auch ganz konkret, wie sieht es mit Micha Hassverder aus, der ja bei der zweiten Mannschaft verletzt ausgewechselt worden ist? Wir gucken am Mittwoch, aber ich hoffe, dass er da einsteigen kann und auf jeden Fall Donnerstag spielen. Aber so ist erste Diagnose, dass heute und morgen Pause und dass es wahrscheinlich Mittwoch geht. Und ab da müssen wir weiter gucken, aber... Das heißt, Alternative gegebenenfalls, es sollte nicht gehen, wäre dann Philipp Walziger erstmal gegen Kiel. Kann auch eine Möglichkeit sein, ja. Er hat es gut im Pokal gemacht und wir wissen, was er kann, ja. René, wie sieht es besuchermäßig aus? War ja schon nahe Richtung ausverkauft oder wie? Ja gut, nahe Richtung Ausverkauf, glaube ich, ist das falsche Wort. Natürlich ist es das bisher bestverkaufte Spiel, ganz klar. Der TRW zieht natürlich immer auch aufgrund allein des Namens und aufgrund der Stars, die im Kader spielen. Aber ich glaube auch, die Leute wissen, dass da wirklich ein absolutes Highlight jetzt am Donnerstag auf sie wartet. Wir sind bei deutlich über 4.000 Zuschauern, das heißt der Unterrang, der wird sehr, sehr gut gefüllt sein, aber auch da wird man mit Sicherheit noch die eine oder andere Karte erhaschen können und ich glaube, es lohnt sich wirklich dort am Donnerstag in der Halle zu sein, in der Arena hier zu sein, weil ich wirklich an einen Erfolg von unserer Seite glaube und auch wirklich auf ein tolles Spiel hoffe und wir haben gesehen, welche Atmosphäre hier schon immer geherrscht hat, wenn man sich zurückerinnert, als wir das letzte Mal einen vermeintlich Großen geschlagen haben, was hier los war, aber auch schon bei den anderen knappen Spielen. Ja, ich freue mich sehr drauf und hoffe, dass wir natürlich da auch wieder eine entsprechende Kulisse haben werden. Kommt ja ein alter Bekannter mit Kiel. Habt ihr euch da schon irgendwas überlegt zur Begrüßung? Also konkret überlegt nicht. Wir werden sehen, ob er spielt. Bisher hat er in der Bundesliga noch nicht so viele Einsätze gehabt, weil Ekberg wahrscheinlich so eine der wenigen ganz Konstanten von Kiel ist. Natürlich wird er mit Sicherheit positiv empfangen werden und alles Weitere werden wir dann am Donnerstag sehen. Gibt es weitere Fragen? Ist nicht der Fall, dann danke ich fürs Kommen und wir sehen uns am Donnerstag um 20:30 Uhr hier in der Arena wieder. Vielen Dank, tschüss.